Miasa mia. Franck Ribéry, wie er leibt und lebt und wie wir ihn sicher jetzt gleich hier auch auf dem Trainingsplatz erleben. So, die Spieler kommen raus und damit begrüße ich alle Fans des FC Bayern München auf all unseren Plattformen zum öffentlichen Training. Heute am wunderbaren Dienstagnachmittag. Es beginnt die Vorbereitungsphase auf das letzte Bundesligaspiel in dieser so erfolgreichen Saison. Kommenden Samstag 15.30 Uhr in der Allianz Arena geht es gegen den VfB Stuttgart. Und da muss man noch mal alles zeigen, was man hat. Und deshalb nimmt man dieses Spiel natürlich als Abschiedsspiel aus dieser Saison besonders ernst. Man will sich vor eigenem Publikum anständig, mehr als anständig verabschieden mit einem Sieg. Und dass das gegen den VfB Stuttgart nicht unbedingt einfach werden könnte, das weiß man, der VfB. Eine der, wenn nicht die erfolgreichste Mannschaft der letzten Spiele. Der Kader ist groß, der da draußen ist, Sie sehen es. Die Spannung muss aufrechterhalten werden. Wie schwer das sein kann, das hat man meiner Meinung nach in der, ich sag mal, ersten halben Stunde im letzten Spiel Bundesliga in Köln gesehen. Da hat man sich ja doch, wenn Sie es verfolgt haben, mehr als schwer getan, dass die Kölner da nur 1:0 vorne waren. Nach gut 30 Minuten, das war eher glücklich für den FC Bayern München. Die Kölner in der Anfangsphase die klar bessere Mannschaft, aber irgendwann hat das Bayern-Gen dann Gott sei Dank doch gegriffen. Und am Ende, Sie wissen es, ist ja dann doch der klare Sieg dabei herausgesprungen. So, die Bälle werden jetzt erstmal weggelegt. Das fällt immer relativ schwer. Aber das gehört dazu. Ganz schwer fällt das in diesem Fall James Rodriguez. Sie sehen es. Aber erstmal gibt es das Aufwärmen, das natürlich trotz der fast schon sommerlichen Temperaturen hier an der Säbener Straße genauso wie immer stattfinden muss und von Holger Broich geleitet wird. So, jetzt ist der letzte Ball auch draußen. Und dann schauen wir mal, wer alles dabei ist. Der ein oder andere, das hat sich im Vorfeld angekündigt, könnte individuelles Training machen, oben im Leistungszentrum. Du machst 1, 2, die 3 überspringst, du machst dann bei 4 wieder weiter. Gestern war ja trainingsfrei, der ein oder andere war aber dennoch hier. Arjen Robben zum Beispiel, der wie fast immer hier vorne wegläuft, gemeinsam mit Holger Broich. Oder auch Franck Ribéry, der seinen Vertrag unterschrieben hat. Seine neuen, wie wir gerade gesehen haben, noch einmal die Vertragsverlängerung, um genau zu sein. Auch Kingsley Coman, der hier allerdings noch nicht dabei ist im Mannschaftstraining, hat gestern trainiert. Einige Keeper, Manuel Neuer zum Beispiel und Christian Früchtl. Das, wie gesagt, gestern am trainingsfreien Tag. Heute ist die Gruppe größer und durchaus auch durch den ein oder anderen Nachwuchsmann verstärkt. Trippelschritte, Tempo steigern, Rhythmus wechseln. Ja, hat sich inzwischen alles eingespielt. Da müssen keine großen Ansagen mehr getätigt werden. Auch wenn natürlich immer wieder mal ein bisschen Abwechslung dabei ist.
So ein paar Grundformen sind natürlich immer dabei. Auch wenn sich gerade was die Trainingswissenschaft, der Trainingslehre, um genau zu sein, da eigentlich auch ständig ändert, immer neue Erkenntnisse gezogen werden. Da plötzlich mal das Wort Stretching aufkam. Man in die USA geschaut hat, ist ein paar Jahre her, ich gebe es zu. Da war man hier in Deutschland erstmal erstaunt, was machen die denn da eigentlich? Bewegen sich ja kaum, lümmeln sich da bloß ein bisschen rum. Aber welche Bedeutung das inzwischen hat, weiß jeder. Aber auch da muss man sich ständig auf dem Laufenden halten, neue Erkenntnisse zusammentragen, einsammeln, umsetzen. Voll im Einsatz, ja, voll ist übertrieben, aber fast wieder voll im Einsatz, Manuel Neuer. Wie gestern gemeinsam mit Christian Früchtl. Toni Topalovic, der Torwarttrainer, mit den beiden natürlich viel unterwegs. Und ich denke mal, dass Sven Ulreich später auch zu den Zweien stößt. Mal sehen, was man sich alles vorgenommen hat für diese Trainingseinheit heute. Sieht doch alles mehr als rund aus bei Manuel Neuer, wie ich meine. Dennoch will man da natürlich ganz auf Nummer sicher gehen, dass diese, gerade für einen Torwart, doch so schlimme Verletzung Mittelfuß 100% dann auch dieses Mal ausgeheilt ist. Schafft es ein Christian Früchtl tatsächlich irgendwann einmal in die großen Fußstapfen, obwohl er selbst Schuhgröße 48 hat, eines Manuel Neuer zu treten? Das ist natürlich alles andere als einfach. Riesentalent, das weiß man. Einer, der es auf jeden Fall in die Bundesliga schaffen kann. Ob auch beim FC Bayern München, das wird sich zeigen. Zurück zur Kerntruppe, wenn man so will. Evina sehen wir da. 17 Jahre gerade mal. Im Hintergrund schleicht sich Peter Hermann an. Er weiß, er wird dann irgendwann übernehmen. Ja. Und er spricht natürlich in erster Linie mit den Jungen. Wird es der ein oder andere packen beim FC Bayern München? Wie gesagt, dass die Anlagen da sind, das haben sie durchaus auch schon bei oder in diversen Einsätzen sogar in der Bundesliga zeigen dürfen. Nein, keine Angst, es fängt nicht an zu regnen. Das ist wieder die Bewässerungsanlage. Vielleicht haben Sie die Anweisung mitbekommen, sobald Sie beim Aufwärmen sind, den Platz verlassen haben, wird der Hauptplatz noch mal richtig gewässert, damit die Profis dann auch die allerbesten Bedingungen vorfinden. Und eben auch ähnlich wie bei einem Bundesliga- oder Pflichtspiel schlechthin. Wie wird die Startelf aussehen am Samstag? Ich denke schon, dass da die großen Spieler alle noch mal zum Einsatz kommen.
Das wird ja auch ein Wiedersehen mit Holger Bartstuber geben. Okay. Am Abend dann eine interne Meisterfeier. Die große für die Öffentlichkeit, ja, am Sonntag nach dem Pokalfinale in Berlin. Da reist die Mannschaft ja mehr oder weniger direkt zum Münchner Rathausbalkon, um sich da den Fans zu zeigen. Hoffentlich aus Sicht des FC Bayern München als Doublesieger. Meisterschaft ja längst klar gemacht. Pokal. Ja. Wie heißt es so schön, hier ist kein Phrasenschwein in der Nähe, ich muss nichts bezahlen. Im Pokal ist alles möglich. Und in einem Spiel ist tatsächlich sehr, sehr viel möglich. Aber ich denke mal, genau genommen kann sich die Mannschaft der FC Bayern München nur selber schlagen. Das wissen die Spieler selbst. Wenn sie mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Konzentration da zu Werke gehen, gehen sie als Favorit, als klarer Favorit in das Rennen gegen die Frankfurter Eintracht. Natürlich wird auf der anderen Seite Niko Kovac sich auch in Frankfurt mit einer nicht nur möglichst starken Vorstellung seiner Mannschaft verabschieden wollen, sondern am liebsten mit einer Überraschung mit dem Pokalsieg. Die beiden Oldies vorne weg. Wir wissen, wie es geht. Da kommt die Koordination dazu. Einmal links rum um die Stange, einmal rechts rum. Im Rückwärtsgang auch. Und in der Summe dann natürlich auch eine gewisse Konditionsarbeit. Zweiter Durchgang. Könnte man natürlich auch als Wettkampf veranstalten, eine derartige Übung, aber das sieht man bei Holger Broich eigentlich relativ selten. Unfassbar viel. Und kann mir auch gut vorstellen, warum. Denn wenn es hier um einen Wettbewerb Sieger und Verlierer geht, dann könnte es sein, dass nur noch auf die Geschwindigkeit geachtet wird und eben bei der Ausführung dann Abstriche gemacht werden müssten. Und das will Holger Broich nicht. Lieber die Übung korrekt ausführen, ein bisschen langsamer, damit alle Funktionen, die mit so einer Übung verbunden sind, dann auch tatsächlich umgesetzt werden oder erfüllt werden. Auch ohne Ball sehr elegant, Thiago. Dinge sind drei anscheinend. Ja, wird ja spekuliert, ob Manuel Neuer tatsächlich noch ein paar Spielminuten bekommen wird beim FC Bayern München in dieser Saison.
ob er also mit in den Kader genommen wird. Vielleicht sogar schon gegen den VfB Stuttgart. Klub Heynckes hat es vergangene Woche nicht ausschließen wollen. Ausgeschlossen wurde natürlich, dass er mit nach Köln fährt. Das war eindeutig zu früh. Je nachdem, wie er sich in dieser Woche weiterentwickelt und dann, was die Ärzte sagen, ist es durchaus möglich, dass er, wie gesagt, vielleicht schon im Heimspiel gegen Stuttgart oder dann gegen Berlin im Kader steht und dann möglicherweise, wenn gegen Ende des Spiels, wenn die Partie zugunsten des FC Bayern München hoffentlich entschieden ist, dass er dann eben auch ein paar Spielminuten bekommt. Aber das mit aller Gewalt durchzuziehen, das wäre Blödsinn, das wissen auch alle Beteiligten. Dann lieber doch noch ein Weilchen warten. Damit hoffentlich Jogi Löw seine Freude hat an Manuel Neuer bei der WM in Russland. So, der Hauptplatz ist wieder richtig gut gewässert. Ein paar Tropfen kommen noch dazu. Und dann kann das Haupttraining, wenn man so will, begonnen werden. Hermann Gerland sammelt die Hütchen ein. Und die Fans beim öffentlichen Training bei diesem Wetter natürlich zahlreich an derselben Straße, auch wenn es ja unter der Woche, Dienstag, ein Arbeitstag ist, nutzt man die Gelegenheit, so nah ranzukommen an seine Stars, wie das sonst nur sehr, sehr selten oder eigentlich nie der Fall sein kann. Vielleicht gibt es ja auch das ein oder andere Autogramm, natürlich erst nach Ende der kompletten Trainingseinheit, das wird noch eine ganze Weile dauern. Öffentlich heißt natürlich auch Zugang für die Presse. Nicht nur unsere Kameras sind da. Ich könnte mir vorstellen, dass das nächste Woche, da wird es mit großer Wahrscheinlichkeit auch eine öffentliche Trainingseinheit geben, wahrscheinlich auch am Dienstag. Dass da kameratechnisch noch ein paar mehr Kollegen und Kolleginnen unterwegs sind. Chefsache gleich. Ja, zunächst wird wahrscheinlich Peter Hermann übernehmen. Jupp Heynckes das Ganze beäugen, wie immer, mit Adelaugen. Ja, keinen Schlendrian aufkommen lassen, ist die Devise. Wie wichtig das ist, die Spannung aufrechtzuerhalten, das weiß keiner besser als Jupp Heynckes. Das hat er erkannt. Und das hat er seinen Spielern verinnerlicht. Passen und laufen. Auch das so eine Art Standardübung. Immer so leicht variiert. Die Laufwege. Manuel Neuer mit dabei, Sie sehen es.
fehlen noch Jerome Boateng natürlich und Kingsley Coman. Bei Kingsley Coman hatte man ja ursprünglich eventuell auch gedacht, dass er vielleicht noch die ein oder andere Spielminute bekommen könnte. Wie gesagt, er macht individuelles Training. Wer weiß, vielleicht stößt er kommende Woche zur Mannschaft, um dann vielleicht auch in Berlin dabei sein zu können, im Kader zumindest. Das war ja auch das Bittere in Madrid, als man den Gegner eigentlich fest im Griff hatte, aber irgendwie die Tore nicht fallen wollten. Und die Pankes hat es dann anschließend betont. Das wäre schon nicht schlecht gewesen, eine Alternative im Sturm, eben einen Arjen Robben zu haben, der zu Hause bleiben musste, oder auch einen Kingsley Coman, der ja auch verletzt nicht dabei war. Auch wenn ein Thomas Müller, auch wenn ein Franck Ribéry das sehr gut gemacht haben. Wenn man noch ein Tor braucht und die Zeit kurz wird, allmählich davonläuft, dann greift man als Trainer halt gern zu so einer Möglichkeit. Sandro Wagner, den zweiten Stürmer zu bringen. Mal die eine, aber wie gesagt, über die Flügel, da waren die Möglichkeiten noch nicht so, als wenn ein Franck Evina schon 3-4 Jahre bei den Profis trainieren würde. Wenn er mal 20 ist, wer weiß, wie seine Entwicklung weitergeht. 17 Jahre ist er, wird in diesem Jahr 18. Dann lass Lukas May, der hat schon ein bisschen mehr Erfahrung sammeln können. Coco Tolisso. Auch eine große Chance, seine letzte Aktion eigentlich in Madrid. Dieser Schuss da aus halbrechter Position im 16er. Eigentlich ein gefährlicher Aufsetzer. Aber das kam ja damals auch noch dazu, dass der Realkeeper Navas einen seiner besten, wenn nicht den besten Tag seiner bisherigen Karriere erwischt hat. Aber das wollen wir jetzt abhaken, nicht mehr vertiefen, nach vorne blicken. Die Mannschaft hat das auch längst geschafft. Wie gesagt, in Köln die ersten 30 Minuten, da hat man schon oder gemerkt, den Eindruck zumindest bekommen können, dass man die noch gebraucht hat, um Madrid zu verdauen. Danach lief es deutlich besser und so soll es am Samstag gegen Stuttgart von Beginn an laufen. Das wird nochmal ein richtiges Fußballfest. Zu Hause vor den eigenen Fans. Und viele der eigenen Fans sind dann natürlich auch in Berlin dabei. Aber da ist das Kontingent 50-50 aufgeteilt. Oder je ein Drittel geht an die beiden Clubs, also an die Frankfurter Eintracht, an den FC Bayern München. Da haben wir zwei Drittel und das dritte Drittel in den öffentlichen Verkauf an die Berliner. In etwa. Kleine Rüge an Sandro Wagner, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Der da nicht genau hingehört hat anscheinend. Die Übung nicht so ausgeführt hat, wie das geplant war. Fällt einem Jupp Heynckes natürlich sofort auf. Er freut sich darauf, Jupp Heynckes. Die zwei Spiele noch zu bestreiten und dann das Leben zu Hause genießen, zu genießen mit seiner Frau, seinen Tieren. Ist ja nicht nur Kando, der Hund. Er hat ja, wie hat er es genannt, einen Haustiger auch noch zu Hause, eine Riesenkatze.
und den Fußball nur noch als Fan zu beobachten. Ich glaube, das hat er sich wirklich verdient. Morgen übrigens hat er Geburtstag. 73 Jahre wird er jung. Jupp Heynckes. Fußballkunst war es, was James geboten hat in Madrid. So hat das zumindest Jupp Heynckes bezeichnet. Und irgendwie hat er das sicher auch recht gehabt. Am Ende war er einfach platt. Und außerdem, auch das hat er betont, muss man in so einer Situation irgendwas nochmal versuchen, wenn man von außen merkt, wie gesagt, man hat den Gegner eigentlich im Griff, aber irgendwie will das entscheidende Tor nicht fallen. Und deswegen hat er den Wechsel vorgenommen und hat eben James, der bis dato vielleicht der beste Spieler in den Reihen des FC Bayern München war, rausgenommen, weil dieser sich völlig aufgearbeitet hatte und so ab der 70. schon mehr müde war. Große taktische Raffinessen werden da heute sicher noch nicht geübt. Jetzt werden erstmal die Leiberl verteilt. Das erste Training in dieser Woche, da ist sowas auch selten der Fall. Erst nochmal so eher allgemein den Körper wieder auf Schwung bringen, auf Temperatur bringen, um sich dann erst ab, ja, morgen, wahrscheinlich übermorgen, so richtig auf den aktuellen Gegner, nämlich den VfB Stuttgart, einzustellen. Sieht so aus, als wolle er in den letzten beiden Spielen noch mal richtig angreifen. Eingreifen auch natürlich. Arjen Robben. In erster Linie natürlich beim ganz großen Finale DFB-Pokal am 19. in Berlin. Ja, Manuel Neuer macht weiterhin mit. Sehr gutes Zeichen. Das Ganze ist natürlich hundertfach abgesichert, abgesprochen mit allen Ärzten und Physios. Und in allererster Linie allerdings muss Manuel Neuer auch auf seinen eigenen Körper hören. Und wenn dann alle Zeichen, aber wirklich ausgesprochen alle, und nicht ein einziges dagegen spricht, dann kann man so ein Training auch mal voll durchziehen. Da gibt es Anweisungen vom erfahrenen Joshua Kimmich. Oder Erklärungen, wie das ganze Leiberl-Spiel hier bei den Profis abläuft. Ball behaupten oder erkämpfen auf engstem Raum. Ich glaube, eine Übung, die in keiner Trainingseinheit fehlen darf. Wenn ein Ball draußen ist, geht es sofort weiter, damit da auch die Zeit so richtig genutzt wird. Das Ganze, wie gesagt, immer diese Kombination aus Technik, Fähigkeiten und Koordination bzw. Kondition, wollte ich eigentlich sagen. Ja.
glaube, nur wenn man hautnah dabei ist, kann man das wirklich sehen, mit welchem Tempo da zum Teil gearbeitet wird. Wie gesagt, das sind natürlich Übungen, die kennt jeder aktive Fußballer aus seinem eigenen Training. Der Haupt- oder der ganz, ganz große Unterschied, das Tempo, das da dahinter steckt. Die Sicherheit natürlich. Und das ist auch das erste Problem meistens, dass die Nachwuchsspieler wie Lars Lukas May haben, wenn sie dann ihre ersten Einheiten mit den Profis absolvieren, dass sie auch in diesem hohen Tempo, nicht was die Kondition angeht, da sind sie gut geschult schon, aber dann eben auch das Ganze technisch, taktisch so durchzuführen in diesem extrem hohen Tempo. Und nur wer das schafft oder wer es lernt, kann dann auch dabei bleiben bei den Profis. Und das ist nicht ganz so einfach. Man hat so gut wie überhaupt keine Zeit zu überlegen. Man muss sofort wissen, was man vorhat und das dann natürlich auch technisch sauber ausführen. Niklas Süle, vielleicht die Entdeckung der Saison beim FC Bayern München. Man muss bedenken, da fällt Jérôme Boateng, Weltklasse-Verteidiger, aus. Und man hat eigentlich keine allzu großen Bedenken, dass das die Mannschaft wirklich groß schwächen würde. Man hat mit Mats Hummels und Niklas Süle eben eine andere Innenverteidigung, die da praktisch nahtlos greifen kann. War ja für mich auch einer der überzeugenden Spieler in Madrid. Dennoch weiß auch er, da gibt es noch mehr zu verbessern, noch mehr Möglichkeiten, die geschöpft werden können, aus dem eigenen Körper rauszuholen. Das ist auch noch nicht schlecht. Kurze Pause auf der Baustelle. Das ehemalige Jugendheim, die ehemalige Turnhalle, ja längst abgerissen. Es wird nicht mehr allzu lange dauern, dann entsteht da ein neues Bürogebäude des FC Bayern München. Man platzt momentan aus allen Nähten. Die Entwicklung, auch was die Anzahl der Mitarbeiter angeht, enorm. Aber das ist der Trend, das ist die Tendenz bei allen großen Clubs weltweit. Auch der TV-Bereich wird in dieses neue Gebäude ziehen, falls es Sie interessiert. Was nicht heißt, dass unsere Kameras dann aus den Fenstern auf die Spieler gerichtet werden. Nee, nee, die bleiben transportabel, keine Angst. Bisschen Flüssigkeit darf zu sich genommen werden. Wie gesagt, die Temperaturen nicht hochsommerlich, aber geht in Richtung Sommer. Der Wind ist noch relativ, ja, kann man sagen, angenehm. Da merkt man dann eben doch, dass es nicht Juli oder August ist, sondern 8. Mai. Ja, und man sieht es den Gesichtern an, auch wenn das so eher harmlos wirkt, was da bisher trainiert wurde, auf die Dauer geht das schon ganz schön an die Kondition, vor allem
am Ende einer so langen, langen Saison, die ja für die meisten Spieler des FC Bayern München nach dem Pokalfinale längst noch nicht zu Ende ist. Thomas Müller, auch er fährt natürlich zur WM. Die Vorbereitung und dann das Turnier von Mitte Juni bis bis Juli. Das bedeutet auf der anderen Seite wieder, dass für viele Spieler die wirkliche Erholungsphase in diesem Sommer extrem kurz ist. Im Juli geht ja offiziell schon wieder das Training des FC Bayern München weiter. Natürlich dann ohne die Nationalspieler, die müssen ihre 3 Wochen bekommen. Ende Juli die Reise in die USA mit 2 Spielen. Und dann hat man sich 2-mal umgedreht und schon geht's in Pokal und Bundesliga und dann auch Champions League wieder in die Pflichtspielphase. So gesehen natürlich gut, dass zum Beispiel ein Franck Ribéry die Fußball-Weltmeisterschaft als Fan beobachten kann. Auch das ist natürlich ganz klar, je älter man ist, je mehr Jahre in einem Körper stecken, desto wichtiger ist diese Regenerationsphase zwischen den Spielzeiten. Nicht nur zwischen den einzelnen Spielen, sondern eben, dass da von der einen, vom Ende der einen Saison bis zur oder zum Beginn der nächsten Saison eine echte Erholungsphase da ist. Beim 35-Jährigen dauert die natürlich länger und ist sie wichtiger als beim 22-Jährigen. Ja, gehört inzwischen auch schon fast fest dazu. Franck Evina. Natürlich werden die Karten ganz neu gemischt, wenn es in die neue Saison geht, mit einem neuen Trainer gespannt. Auch da wird sich ein Niko Kovac natürlich erstmal gemeinsam mit seinem Team ein Bild machen von allem Material, in Anführungszeichen, was dann vorhanden ist. Ich glaube, ein Bild von Thomas Müller muss er sich nicht unbedingt machen. Das hat er schon längst verinnerlicht. Ich bin der Waterboy. Ich bin für die Getränke zuständig. Martin. Noch ist er ausgeliehen, James Rodriguez. War möglicherweise auch eine der klügsten Geschäftsaktionen, die der FC Bayern München in den letzten Jahren gemacht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass man bei Real Madrid auch nicht mehr ganz so glücklich ist über die Entscheidung, die da in den eigenen Reihen getroffen wurde. Mann, wie der sich entwickelt hat. Hat ihm nicht jeder zugetraut. James Rodriguez, der Mann mit dem vielleicht gefühlvollsten linken Zauberfuß momentan
Ja, Messi. Eine andere Art von Spieler. Weltweit. Der aber inzwischen auch die Defensivarbeit, das Grätschen gelernt hat. Dafür war er ja zuvor nicht unbedingt bekannt. Und das macht ihn jetzt natürlich zu einem, ja, kann man sagen, Weltklasse-Spieler. Auch nächstes Jahr ist er zunächst nochmal ausgeliehen. Und dann kann der FC Bayern München einseitig die Kaufoption ziehen. Real Madrid hat da kein Eingriffsrecht, in Anführungszeichen, wenn die Bayern sagen, ja, wir wollen ihn. Und die Tendenz, könnte man sich vorstellen, geht in diese Richtung. Dann hat oder hätte Real das Nachsehen. Macht er die 30 noch voll, Robert Lewandowski. Einer fehlt ihm noch, um das auch in dieser Saison zu schaffen. In Köln einmal getroffen, hatte durchaus auch Möglichkeiten zu weiteren Treffern. Man ist da als Stürmer natürlich sehr, sehr ehrgeizig. Torjägerkrone, dass ihm die gehört, das steht schon fast seit der Winterpause fest. Aber man will dann natürlich auch gerne wieder diese magische Zahl von 30 erreichen. Eine Marke setzen auch in dieser Saison, obwohl er das natürlich längst schon gemacht hat. Das eine Tor steht, das andere wird aufbereitet auf das um die Hälfte verkleinerte Spielfeld. Die Linien sind gezogen. Finger weg. Nicht, dass es da noch eine Prellung oder eine Quetschung gibt. Die Mannschaften werden neu gemischt. Auch das ist vorher festgelegt, was man da austesten möchte aus Sicht der Trainer. Wer mit wem besonders gut kann oder eben vielleicht nicht ganz so gut. Und dann werden wir sicher gleich ein paar Tore sehen. Müller, naja. Sven Ulreich wieder im Tor. Er wurde übrigens jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal zum Spieler des Monats gewählt beim FC Bayern München.
Auch hier im Training das Problem. Der Ball muss hinter die Linie. So zum Beispiel. Ein gefundenes Fressen für einen Torjäger wie Sandro Wagner. Rudi Kimmich, Rudi. Volleyabnahmen besonders gerne genommen von einem Robert Lewandowski. Fast mit dem Doppelpack. Schön schnell, souverän gespielt bis zum Abschluss. Konsequent auch als Torschütze Javi Martinez. Ja, er wurde in der Schlussphase gebracht, doch nochmal zurück auf Real, wegen seiner Kopfballstärke in erster Linie, die er allerdings leider nicht umsetzen oder einsetzen konnte. Ball zu Kimmich. Die Führung für die ohne Leiber anscheinend. Immer wieder interessant zu beobachten, wie ernst die Spieler das Ganze dann doch auch nehmen. Sie wollen auch dieses Trainingsspiel unbedingt gewinnen. Das Kind immer nicht.
Tja, wie sieht dann die Zukunft des Franck Ribéry aus? Erkundigt er sich hier schon mal bei Jupp Heynckes. Wie ist es eigentlich so als Trainer? Wie gesagt, ein Jahr später erst mal noch als Profi für den FC Bayern München mindestens. Da wird ein bisschen gescherzt. Jupp sagt, hast du gut gemacht. Mit dem neuen Vertrag oder der Vertragsverlängerung. Das Entscheidende ist natürlich die Gesundheit. Wenn er fit bleibt, Franck Ribéry, dann werden die Fans des FC Bayern München auch in der kommenden Saison sicher viel Freude an ihm haben und auch die Mitspieler. Weil er dann vielleicht auch nicht so viel spielen muss, wenn dann Kingsley Coman wieder zurückkommt. Levy auf Aufholjagd für die Leiberl. Rudi trifft. Ganz so viele Tore wie hier wird es am Samstag sicher nicht geben. Wiener trifft hier, schön gemacht. Und der noch schöner. Aber man kann davon ausgehen, dass zum Saisonabschluss der FC Bayern München sich in Spiel- und Torlaune präsentieren wird. Aber wie gesagt, das wird alles andere als einfach gegen den VfB. Da kann man noch mal oder wird man noch mal ein richtig gutes, spannendes Fußballspiel möglicherweise erleben. Was ja alles andere als schlecht ist. Gerade auch im Hinblick auf das, was danach kommt. Das DFB-Pokalfinale. Zwei Pflichtspiele noch, knapp zwei Wochen Training. Heute die in dieser Woche natürlich einzige öffentliche Trainingseinheit. Die nächste Woche steht der Plan noch nicht, aber kann mir gut vorstellen, dass dann auch wieder Montag frei sein könnte und am Dienstag öffentlich trainiert wird und ab Mittwoch dann der Vorhang vorgezogen wird, um sich auf den echten Endspurt dann richtig akribisch vorzubereiten. Kimmich im wahrsten Sinne des Wortes mit links. Durchgesteckt, kann er es auch mit rechts und wie? Frage ich mich, haben die eigentlich einen Rechenschieber dabei? Also eine Zählmaschine. Fallen schon ganz schön viele Buden, aber das will man ja auch erreichen. Stark von Früchtl. Berühmt-berüchtigte Außenristpass von Mats Hummels. Der Abschluss von Thomas Müller nicht ganz so erfolgreich. Also die Spieler kamen etwa eine Viertelstunde später als ursprünglich angekündigt raus. Vor gut einer Stunde, vor knapp einer Stunde. Dementsprechend haben wir unsere Sendezeit auch ein bisschen verlängert, um dann auch mal so ein Spielchen zu sehen. Ist doch auch sehr interessant, wie ich meine. Auf das extrem verkleinerte, etwa Drittel Spielfeld. Viele, viele Tore und die wünschen wir uns auch am kommenden Samstag und am Samstag danach, bevor es in die Bundesliga-Bayern-Pause geht. Das war's für heute vom Training.
Wie gesagt, vielleicht gibt es nächste Woche nochmal eine öffentliche Einheit. Jetzt sage ich erstmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.